Ja, hallo Freunde, ich bin gerade auf dem Weg in die Lego-Stadt und das, was da gestern passiert ist, das war gar nicht so besonders gut. Es war, keine Ahnung, zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Ich bin nochmal hier meine Runde gegangen, habe dann noch ein bisschen weitergebaut. Übrigens, herzlich willkommen in Wild City. Und ja, dann war doch etwas, ich würde mal sagen, Materialermüdung am Start. Ich war auch schon hundsmüde, Rita war schon im Bettchen. Und dann ist mir dort leider ein kleiner Unfall passiert. Und ja, das sieht jetzt so aus. Ich habe gestern ein bisschen weitergearbeitet. Moment mal. So, jetzt kurz noch ein bisschen das Licht eingeschaltet. Ich wollte euch ein Video von Newtown präsentieren. Übrigens, Rita ist schon auf, aber sie ist noch im Bad. Sie wird dann gleich kommen. Wir haben hier jetzt ein paar mehr Gebäude aufgestellt. Es hat sich auch bei diesen Viadukten etwas getan. Wir haben jetzt Treppen, ein paar neue Gebäude sind hier, wie ich gesagt habe, und so weiter. Auch die Stützen aus dem Legoland haben wir hier jetzt eingebaut. Und ja, dann ist leider gestern das hier passiert. Ich wollte das Krankenhaus, wo wir viele Kommentare dazu bekommen haben, hier einbauen. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich schmeiße das Krankenhaus jetzt dann weg, weil das hat mich jetzt schon ein paar Mal geärgert. Zuerst habe ich das umgebaut, dass die Bodenplatte hier schön ja, in unser Layout passt. Nämlich habe ich hier die runden Bodenplatten weggegeben und alles auf eine graue Bodenplatte gestellt, damit ich das hier so einbauen kann, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich nicht bemerkt, dass der hintere Teil nur 14 Studs breit ist. Die Baseplate und die Straßenplatte 16, sollte ja 16, 16 sein, damit es hier hinpasst. Und dann habe ich das alles wieder von der Bodenplatte runtergenommen und wieder neu auf eine 16x16er Bodenplatte gestellt. Und dann wollte ich das hier einbauen und ja, puff, und es ist alles runtergefallen. Aber was soll ich jetzt dazu sagen? Ich werde jetzt versuchen, das hier alles wieder in die Gänge zu bringen. Das Krankenhaus sieht gar nicht mal so ramponiert aus, aber ich vermute mal, und das ist das Doofe, dass hier hinten in diesen Spalt wieder Teile hineingefallen sind. Was bedeutet, dass ich wieder hier unten rein muss. Da muss ich alle Kartons rausholen und dann hier hinter diesem Holz, hinter dieser Holzkommode rein und dort die Teile rausholen. Das werde ich jetzt mal machen. Ihr habt auch geschrieben, oder ein paar von euch haben gemeint, dass es Sinn machen würde, das Krankenhaus hat ja so eine L-Form, dass man das genau seitenverkehrt aufbaut, weil hier ja das letzte Gebäude ist und hier ja dann der Berg sich langsam abflachen wird. Nach dem Tunnel, dass es Sinn machen würde, das Krankenhaus genau umzudrehen, dass dieser Teil hier auf dieser Seite ist, weil dann wäre das schön von dieser Straßenperspektive, von diesem Ende, dass die Autos dann hier noch umdrehen können und das Krankenhaus dann das letzte ist. Jetzt müssen sie ja, wenn das so ist, irgendwie so ein bisschen doof durchfahren. Die Sache ist die, man muss ja auch bedenken, dass man hier alles ein bisschen immer in, oder dass wir alles immer ein bisschen in Perspektive bauen. Und zwar kommt man ja hier. Rita wird vielleicht gleich hier bei der Tür hereinstolzieren und dann nehmen, warum auch immer, auch wir eigentlich 95% der Leute den Weg hier rund um den Strand, wo ich jetzt stehe. Und nur ganz wenige gehen hierher. Außerdem sieht man auch von der Tür diesen Newtown-Bereich hier leicht angeschrägt. Und ich habe mir das ein bisschen angesehen, auch mit den anderen Häusern, zum Beispiel bei den Friends-Häusern dort hinten. Das sieht besser aus, wenn das. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Wenn das so aufgebaut ist, dass man es von dieser Seite zuerst sieht, ich zeige euch nur, was ich damit meine. Wir haben jetzt dieses Eckhaus gestern, das ist das neue oder nein, eigentlich das alte Friends Wohnhaus. Dieser Wohnblock, da gibt es einen neuen, den hat Rita zu Geburtstag bekommen. Der wird jetzt auch mal einziehen, wenn er fertig ist, rechts daneben. Da ist hier so ein Eckhaus dabei und ich habe das Eckhaus gestern dort hinten aufgebaut gehabt. Und das Problem ist dann, dass man hier reinsieht. Na gut, das könnte man zubauen, aber trotzdem sieht das irgendwie nicht ganz so schick aus, egal ob das offen oder zu ist, weil dieses Gebäude einfach breiter ist als die anderen beiden. Jetzt fällt das auf den ersten Blick nicht so auf, wenn das von hier begutachtet wird und dann sieht man sich die Details an und geht dann auf diese Seite hier rüber, als wenn das umgedreht wäre. Jetzt habe ich es wieder zurückgetan. Egal, man muss hier vielleicht auch in der Lego-Stadt stehen, damit man das sieht. Auf dem Video kommt das vielleicht nicht ganz so gut hervor. Ich werde jetzt mal das Krankenhaus wieder versuchen aufzubauen und dann zeige ich euch. Ah, jetzt ist die Chefin da. Rita, hast du schon gesehen, was gestern passiert ist?
Was ist Bist du schon passiert? online? Ja, gar nichts. Sieh dir mal den neuen Stadtgate-Bahnhof an, wie Irgendwie sieht es da hinten komisch aus. cool der ist. Das gehört schon. Okay. Wir haben ein Erdbeben in Wild City naturgetreu nachgebildet. Ich wollte gerade sagen, ich habe nichts gespürt von einem Erdbeben, aber gut. Hast du gut geschlafen? Ja. Und du? Auch, ja. Naja, es ging so. Ich habe schon ein paar Mal wieder an das gedacht hier, Ja. aber ich habe das gestern in der Nacht nicht mehr aufgebaut, weil ich schon zu müde war. Wir bauen das jetzt wieder auf und melden uns dann später nochmal. Tschüss. Jessie. So, meine Lieben, es ist jetzt viel, viel später. Der Einbau Ja. des Krankenhauses hat uns jetzt, ich glaube, eine Stunde gekostet. Erstens mal viele Teile dort hinten runtergefallen, mussten wir alles rausholen. Das war aber nicht das Problem. Das Hauptproblem war, dass irgendwie durch den Sturz der Mauer sich in der Konstruktion irgendwas verschoben hatte und jetzt hat irgendwie das alles nicht mehr zusammengepasst. Ihr seht es vielleicht noch ein bisschen hier, dass die Mauersteine sich hier ein bisschen aufbiegen. Das liegt daran, dass jetzt irgendwie diese komplette Reihe an Mauersteinen ein wenig schief ist. Das müssen wir jetzt Ich noch wollte gerade sagen. gerade stellen. Aber so bin ich jetzt mal auf den ersten Blick sehr zufrieden, Rita. Und auch, weil sich das hier wirklich schön ausgeht. Wir haben ja hier ein weiß gestrichenes Holz und wenn wir das Krankenhaus seitenverkehrt eingebaut hätten, dann wäre sich das hier gar nicht ausgegangen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und Rita ist sogar hier noch am Verbessern und Verschönern. Wir werden einfach sagen, es ist eine antike Mauer, die hat schon einiges erlebt und deswegen ist sie so halb irgendwie nicht ganz mehr intakt. Keine Ja. illegalen Bautechniken, nein, sondern es liegt an der Mauer, die schon viel erlebt hat. Richtig. Also wir haben hier originales Lego, originale Mauersteine, aber natürlich unsere ja, Anderen Bauplatten, anderen Baseplates. Bauplatten. Vielleicht sind auch die nicht zu 100% gleich. Dann ist natürlich auch das Problem, dass die Tischplatte sich vielleicht da und dort ein wenig durchbiegt. Und irgendwo haben wir halt bei diesen, keine Ahnung, fast 2,5, 3 Meter langen Mauerviadukt, haben wir irgendwo ein Problem. Egal. Rita, zeig uns doch mal, was du hier beim Krankenhaus jetzt gemacht hast. Ich habe jetzt noch die Figuren fertig platziert, weil ich mir gedacht habe, wenn Christoph das jetzt fix macht, dann wird sich überhaupt nichts mehr ausgehen. Wir haben hier die Hausmeisterin. Es geht gerade jemand weg, der einen Kopfverband hat. Also der ist gerade super, ja, serviciert worden. Dann haben wir einen Arzt, der gerade den Clown, also den Clown-Doktor, mitnimmt, nach oben wahrscheinlich zu den Kids. Und es ist eigentlich auch jemand im Wartebereich, der gerade einfach wartet, ja, bis er drankommt, weil das ist ja immer so im Krankenhaus. Und oben habe ich das Aquarium umgedreht, weil ich mir gedacht habe, ja, innen wird es keiner sehen. Da ist auch eine nette Situation, wo gerade ein Baby wahrscheinlich untersucht wird. Und hier auf der Seite haben wir einen Bauarbeiter, der sich leider die Hand gebrochen hat und jetzt Wo ist der denn? Sehe nochmal ich nicht. geröntgt wird Oh, hier ach so, oben. hier. Okay. Genau, der Arme. Vielleicht von der anderen Seite sieht man ihn besser. Warte. Es ist nämlich eigentlich dafür ausgelegt, warte, dass ich genau hier reinschauen kann. Perfekt. Also ich muss schon sagen, das Krankenhaus macht auf jeden Fall etwas her. Durch den doch sehr eigenwilligen architektonischen Baustil ist es ein Gebäude, das hier auf schlechte jeden Fall Kameraführung, das liegt an mir, für I'm sorry. Furore sorgt. Genau, Rita hat die Kamera. Was ich euch noch zeigen kann, ich habe gestern Abend dann noch 2 Stufen gebaut. Zuerst waren das so, ach, Hoppala. seht ihr, Rita bei der Kamera. Zuerst waren die so gebogen, dann haben die 1:1 so ausgeschaut wie die von Bob Brickman. Dann habe ich sie wieder gerade gemacht, weil ich mir gedacht habe, wir wollen ihn ja nicht kopieren, den guten Bob. So sieht die jetzt auf jeden Fall aus, die wird irgendwo hier hinkommen. Wir haben dieselbe auch noch seitenverkehrt gebaut für vorne. Also Okay. hier werden wir jetzt demnächst, das Problem ist, wir haben keine dunkelgrauen Bodenplatten mehr. Da können wir jetzt leider hier nicht weiter modellieren. Ich möchte das nämlich mit zugeschnittenen dunkelgrauen Bodenplatten machen. Da werden wir hier jetzt demnächst mal bestellen auf jeden Fall und dann das hier weitermachen. Ansonsten, was hat sich hier noch getan? Wir haben, wie gesagt, dieses Friends-Haus eingebaut. Und vorne ist jetzt dieses Creator-Haus. Das kannst du dir auch mal anschauen. Hoppala, Rita Hoppala. reist. Das ist übrigens auch neu. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Denn Rita hat gerade die Bowling-Halle um
fast einen halben Meter verschoben. So doof. Das ist der neue Ort, wo sie wahrscheinlich hinkommen wird. Ich habe zuerst geglaubt, wir schieben sie weiter in die Tischplatte rein. Ja, das habe ich Dann jetzt gerade gemacht müssten mit wir meinem das, was Hintern. Rita genau mit ihrem Hinterteil gemacht hat. Dann müssten wir aber diesen schönen Vorplatz hier ein wenig umbauen und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Es wird sich das schön ausgehen, wenn wir hier fast mit der Tischplatte so abschließen. Ich habe das Schild ein wenig nach innen versetzt, weil da ist man wirklich immer angekommen. So sieht das jetzt aus. Übrigens unsere Mauersteine, wir hatten drei solche Säcke davon. Jetzt ist noch ein halber Sack da. Das waren mal 8000, weil ja sehr viele in die U-Bahn reingegangen sind und auch hier. Und ja, Rita, das Craterhaus hat meine Mutter aufgebaut. Sieht, finde ich, auch sehr schön aus. Und endlich haben wir wieder mal ein Craterhaus der alten Schule, möchte ich mal so sagen. Ich wollte gerade sagen, aber kommt das nicht dann eher ins Ja, Wohngebiet glaube ich auch. als hierhin? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich mache hier so einen kleinen netten Hund, der gefällt mir sehr gut. Ferngesteuertes Auto. Also hier ist alles mit dabei. Und was nämlich bei dem Haus auch nett ist, was ich gesehen habe, man kann es zusammenklappen und dann hat man ein ganzes Wohnhaus, welches zu ist. Das haben wir uns ja im Legoland Oder ein gekauft. Doppelhaus, Genau. Doppelhaushälfte. So ist es hinten offen. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Also ein wirklich, wirklich nettes Set. Mir gefällt auch die Dachfarbe sehr gut und erinnert ein bisschen an das Herr der Ringe-Set mit der Ja, Dachkonstruktion ganz, oder ganz richtig. Dachverschönerung. Ja, so wird das jetzt auf jeden Fall aussehen. Ich habe auch Genau. schon ein bisschen ausgemessen. Ich weiß nicht, ob wir euch das im letzten Video schon gesagt haben, wie weit hier dieser Bereich gehen wird. Ich habe jetzt hier mal pro forma eine Kurve eingebaut, um ungefähr zu wissen, wie weit wir hier sein werden. Hier kommt, wie gesagt, noch dieser zweite Friends-Wohnblock hin. Wir haben aber auch auf der unteren Platte noch jede Menge Platz, damit ihr dann schon mal rechnen können, ob sich da eh noch ein ordentlicher Star Wars-Bereich ausgeht. Und viele von euch schreiben ja immer wieder, Flughafen, sie wollen einen Flughafen haben. Wäre möglich, hier noch einen hinzubauen. Ich möchte da nichts versprechen, aber das wäre eigentlich ganz eine coole Idee. Wir können gespannt sein. Es kommt ja auch noch ein Super Mario-Bereich irgendwo hin, aber der glaube ich kommt eher unten hin, in die Unterwasserwelt. Ein Ritterlehrt. So viel. Das war es jetzt mal Viel von zu tun. uns. Wir bauen hier jetzt mal weiter. Macht nach wie vor sehr viel Spaß. Wie gesagt, außer dieser kleinen Eskapade mit dem Krankenhaus. Aber ich finde, das sieht hier eigentlich ganz cool aus. Mir gefällt es. Definitiv. Jetzt, wo es hält, gefällt es mir auch. Vorher war ich schon dezent krantig, aber es wird wieder. Es wird wieder. Solange es jetzt so passt, dann passt Genau. Die Bereiche es. hier werden natürlich noch Weise verschönert. Worte. Hier wird alles noch gefliest, mit Pflanzen versehen und so weiter. Dann sieht das ganz cool aus. Und übrigens, an der Rückwand, da lasse ich mir auch noch was einfallen, weil da bin ich auch nicht ganz so zufrieden. Aber wenn ich eine Idee habe, dann melde ich mich wieder bei euch. In dem Sinne, macht es gut und baut keine solchen langen Wände, denn irgendwie verschiebt sich dann sicher irgendwas und dann, ja, ist das bei euch auch so eine Katastrophe, dass nochmal eine halbe Noppe irgendwie was verschoben ist und keiner weiß warum. Aber kurze Wände sind definitiv empfehlenswert. Richtig, ja. Und schreibt uns gerne, was ihr so baut, und dann sehen wir uns demnächst mal wieder in Auf Wild jeden City Fall. oder vielleicht im Legoland, keine Oh, Ahnung. im Legoland. Wer weiß. Gut. Tschüss. Tschüss. Thank you.